Gang. Viel Stress und jetzt natürlich noch die neuen Corona-Regeln, die sich hier täglich ändern, aber die blauen Jungs haben es geschafft, hier ein Rennen zu genehmigt zu bekommen. Ja, los geht's hier mit der Jugend. Ja, in Führung hier mit dem roten Corsa, das ist Conor Frankl. Fährt sonst eigentlich im Langcup. Gerade dicht gefolgt von Marcel Zenke, auch hier ein Jugendstarter aus dem Langcup. Tobias Ahrfeld auf der dritten Position. Jetzt ist wieder Kurve 1. Da war der wieder vorbei. Das Schmeier, die ihn gerade geholt hat hier mit der 607. Ja, Conor Frankl wird hier gescheucht. Der Marcel möchte hier auch nach vorne. Im Nackscup fahren da auch schon gegeneinander. Ja, hier war ich hier mit Probleme. Musste immer Schumacher vorbeilassen und jetzt auch noch mit der 607. Felicitas Schmeier auf der Gegengeraden. Aber erstmal vorne
Hersfeld. Mit der 10.50 Emily Runnemohn und mit der 184 Lukas. Ja, Jugend, zweite Gruppe. Ja, Lukas Litz scheucht ihn hier durch die Kurve 8 und auch im Karussell, weil er ganz, ganz dicht dran. Jetzt versucht das innen hier. Geht hier vorbei an die Speed. Man sieht aber die Kurve ein kann. Ja, Oki Tiedemann sich hier verbremst in der Kurve 2. Das hat ihm ein paar Meter gekostet.
Nils mit auf dritten Platz.